Hey Leute, ich bin's Kylonas und das ist der Mittwoch mit dem Kylonas träumt. Eigentlich hatte ich ja vor, draußen irgendwas zu drehen und wollte eigentlich durch den Wald laufen mit der Kamera in der Hand und einfach drauf losreden. Aber wie ihr seht, ich kann ja mal kurz rüberschwinken. Hier, wunderschönes Wetter. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Da hatte ich keine Lust, draußen rumzugehen mit Regenschirm, ist ein bisschen doof. Deswegen müsst ihr jetzt mit dieser orangen Wand hinter mir euch begnügen. Das hat aber eigentlich nichts mit der Sache zu tun, sondern ich habe ja Fragen von euch bekommen auf Facebook. Und die werde ich jetzt einfach beantworten und ich hoffe, ihr seid mit der Antwort zufrieden. Da fängt es auch sofort schon an. Ich werde keine Namen nennen, ich werde jetzt einfach nur die Fragen sagen, weil darum geht es ja. Und deswegen die erste Frage, hat der Gesundheitstrank überhaupt funktioniert? Ich habe ja geschrieben, ich werde mal versuchen, im Klartraum meine Erkältung wegzubekommen, aber vielleicht hört man es ja noch ein bisschen an meiner Stimme. Hat auf keinen Fall funktioniert. Ich habe es auch nicht irgendwie hingekriegt, ich habe nicht dran gedacht, im Klartraum habe ich nicht dran gedacht, da irgendwie einen Trank zu brauen oder so und dann meine Gesundheit wegzukriegen. Aber Christian hat ja schon mal erzählt, glaube ich, dass er da ein bisschen mehr forschen will oder dass er da mal ein bisschen mehr testen möchte in die Richtung. Und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Ergebnisse sind. Christian, wenn du das siehst, jetzt kannst du ja mal drunter schreiben, ob das geklappt hat oder im Hangout können wir jetzt ja mal reden. Weil es gab ja einen Klarträumer auch auf Facebook, der die Gruppe leitet, das ist, glaube ich, der hat gesagt, dass es geklappt hat, dass er seine Erkältung weggekriegt hat mit dem Klartraum. Da war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, das heißt, ich muss es weiter testen. Mal sehen, was rauskommt bei der nächsten Erkältung. Momentan klappt es nicht. Ich bin jetzt auch bald wieder durch mit der Erkältung, das ist richtig gut. Das heißt, ich brauche diesen ganzen Gesundheitstrankzeug, brauche ich nicht. Jo, das heißt, der hat leider nicht geklappt. Oder ja, ich habe es gar nicht versucht. Könnt ihr ja mal testen im nächsten Klartraum. Jo, die nächste Frage. Wer dann von... Ach nee, die Namen sage ich ja nicht. Wer dann... Kann man Szenarien komplett wiederholen? Oder sogar bereits vergessene Ereignisse wieder abspielen lassen? Also sozusagen Erinnerungen nochmal erleben im Traum. Ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich... was war das? Habe ich da schon mal erzählt? Ja, diese Speicherstände. Man kann sozusagen ein paar Savegames ablegen, wo dann nicht so alles detailliert genau so ist, wie man es abgelegt hat. Zum Beispiel, man kann eine Stadt bauen und sich diese Stadt einprägen. Man merkt sich, ja, da ist jetzt dieses Hochhaus, die Stadt sieht so und so aus. Man guckt sie sich an und man prägt sich dieses Bild ein. Und im nächsten Klartraum könnte man dann diese Stadt wieder abrufen, aber da ist nicht jeder Blumentopf an jeder Ecke, wo der vorher war, sondern es ist halt einfach nur dieses Bild im Kopf und da fehlen ein paar Details. Aber man kann, was man schon mal gemacht hat, kann man sich wieder aufrufen. Dann geht es aber auch noch, dass man sich Erinnerungen wieder aufrufen kann. Das heißt zum Beispiel Sachen, die man erlebt hat, wenn man sich noch daran erinnern kann. Zum Beispiel Kindheitserinnerungen, dass man zum Beispiel war ich mal in Kanada, ich könnte jetzt zum Beispiel diesen, wenn das war sehr, da war ich noch sehr jung, aber da könnte ich jetzt diesen Flughafen wiederholen und ich habe ein bisschen Erinnerungen dran und da könnte ich jetzt einfach versuchen, das wieder zu reproduzieren und das kann man natürlich mit perfektem Klartraum machen, weil man diese ganze Umgebung einfach zack aufrufen kann und dann versucht man halt diese Erinnerungen nachzuspielen. Das geht auf jeden Fall auch. Man kann ja auch jede Person, die auch schon nicht mehr da ist, kann man ja auch wiederholen oder irgendwelche, die ganz weit weg sind, die kann man auch einfach zack, ist sie vor einem und kann genau die gleiche Handlung machen, die einem in Erinnerung ist, die man auch in Erinnerung hat. Und da kann man das so wie ein Schauspiel vielleicht ein bisschen auch aufziehen. Die nächste Frage ist, hast du Erfahrung mit basaler Klarheit? Ich habe keine Ahnung, was das heißt oder was das ist. Also da müsste ich mich nochmal erkundigen und das heißt, ich habe keine Erfahrung damit. Kannst du mir ja auch erklären, der das gefragt hat. Vielleicht schreibt mal einer von euch, wenn ihr da Erfahrung mit habt, schreibt es einfach mal unten drunter. Basaler Klarheit, ich kenne ja nur Präluzid oder keine Ahnung, vielleicht ist es da in die Richtung. Nasaler, Basaler, ich habe keine Ahnung, leider weiß ich nichts davon. Müsste ich mich erkundigen und werde ich auch machen, jetzt gleich nach dem Video. Das heißt, damit habe ich keine Erfahrung. Kann man Wild auch am Abend machen oder nur mit einem WBTB bzw. Mittagsschlaf? Natürlich kann man auch am Abend wilden, nur das ist halt sehr schwer, um in die REM-Phasen reinzukommen, weil die REM-Phasen am Anfang noch sehr auf sich warten lassen, sage ich mal so. Das heißt, am Anfang hast du nicht so viele REM-Phasen. Da ist es besser, wenn man das mit WBTB verbindet, zum Beispiel eine Stunde früher oder so. Man kann das natürlich auch beim Mittagsschlaf machen, aber abends zum Beispiel ist es schwer, erstmal in die ganze Schlafparalyse reinzukommen, weil man ist noch vom Tag so richtig gepusht. Das heißt, man ist noch so richtig klar im Kopf, man ist noch wach. Deswegen ist es beim WBTB besser geeignet, dass man da ein bisschen schläfrig noch ist. Aber abends ist es schwer. Es gibt Fälle, die haben das, also es gibt Leute, die haben es geschafft. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe ja generell gar kein Wild noch gar nicht geschafft. Ich komme immer in die Paralyse, dann komme ich ins Traum-Kreationsphasen-Ding und dann kickt es mich sofort wieder raus. Das heißt, da habe ich noch keine Fortschritte gemacht. Aber am Abend, ja, ist schwer, aber es ist möglich. Also man kann es gern versuchen. Es ist ja nichts unmöglich. Also versucht es einfach und wenn es für euch nicht klappt, dann sagt okay. Macht es einfach mit dem WBTB, verbindet das damit oder macht es einfach mit einem Nachmittagsschlaf oder Mittagsschlaf.
dann könnt ihr auf diese Weise das machen, nämlich das ist dann echt einfacher als am Abend das zu versuchen. Jetzt kommt eine ganz lange Frage, und zwar in den Ferien bzw. Urlaub klappt das Klarträumen eigentlich eindeutig besser, da ich schneller abschalten kann. Doch die Woche, wenn ich arbeite, habe ich Probleme damit. Ich bin zu aufgedreht vom Tag. Meine Frage hierzu wäre, ob es irgendwelche Tipps und Tricks gibt, dass ich im Kopf zur Ruhe komme. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande. Ich mache regelmäßig RCs und SSILD, funktioniert nach einem WBTB oft, 2 bis 3 Mal die Woche. Wild eher selten, doch dann intensiver und länger. Das hängt von vielen Faktoren ab. Ja, du sagst es, es hängt von vielen Faktoren ab, ob man unter der Woche viel Stress hat und so. Das ist bei mir auch so, wenn ich Arbeitsstress habe oder wenn ich früh aufstehen muss, klappt es öfters nicht, klappt es öfters mit dem Klarträumen nicht, dann ist dann Phasen, wo ich gar nicht so Klarträume habe. Aber das muss man einfach hinnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch keine Methode rausgefunden, dass das jetzt genauso wie am Wochenende klappt oder dass es genauso wie in den Ferien klappt. Da ist man einfach viel entspannter von der Grundeinstellung auch her. Das heißt, da habe ich keine geheimen Tipps, die ich jetzt auspacken könnte. Ja, entspannen oder versuchen, den Alltag zu vergessen, das ist natürlich am Abend besonders gut, und vielleicht auch mal eine Pause machen. Einfach mal sagen, ich muss das jetzt nicht unter der Woche schaffen, sondern ich kann jetzt einfach mal unter der Woche ein paar Tage sagen, ja, jetzt versuche ich mal nichts irgendwie in die Richtung, sondern versuche einfach gar nichts, dann geht das auch. Vielleicht klappt es danach besser, versuche mal in die Richtung was zu testen. Aber ich selber habe das Problem natürlich auch, das ist normal, das hat jeder. Im Urlaub funktioniert es perfekt, am Wochenende auch perfekt, aber unter der Woche ist man viel zu gestresst, um das zu machen. Und SSILD ist auch so, da muss man ein bisschen ruhiger sein, da muss man ein bisschen entspannter sein, um das gut zu können und die Phasen auch richtig durchzuspielen. Und da ist dann besser Mittagsschlaf Nachmittagsschlaf nach der Arbeit, das geht, da kann man SSILD auf jeden Fall machen. Aber ich habe leider auch keinen Geheimtipp, den ich euch sagen kann. Hey Kylonas, ich habe bis jetzt jeden von mir aufgeschriebenen Traum analysiert, aber ich finde einfach kein Traumzeichen. Habe ich keins? Jo, jetzt kommt es darauf an, wie lange hast du das schon gemacht? Also wenn du das erst 1 Woche, 2 Wochen machst, dann ist es noch nicht so lange. Dann würde ich erstmal warten, ob da nicht vielleicht doch irgendwie sich was rauskristallisiert. Und wenn du nichts Aufeinanderfolgendes hast, wenn du nicht irgendwie was Besonderes, rausstechendes, traumzeichenmäßig hast, mach die RCs einfach, wenn du dran denkst. Oder mach einfach spezielle Wahrnehmungssachen. Zum Beispiel, du fragst dich öfters am Tag, wie bin ich hierher gekommen? Das ist das Standardmäßige. Man kann sich fragen, wie bin ich hierher gekommen? Was habe ich vorher gemacht? Ist das überhaupt echt jetzt? Ist das ein Traum? Einfach solche RCs zu machen, anstatt jetzt sich auf bestimmte Dinge zu fixieren. Bei mir war es ja auch Wasser und Regen. Das Traumzeichen, das hat sich jetzt auch wieder komplett in Chaos. Das sind jetzt ganz viele Träume, wo ich nicht weiß, ob da jetzt ein Traumzeichen drin ist oder nicht. Und das heißt, ich nehme zwar immer noch Wasser als RC, aber ansonsten immer dieses, wo bin ich gerade, was habe ich gemacht in den letzten 10, oder wie bin ich hergekommen, bin ich an die Arbeit gefahren überhaupt, oder ist das jetzt ein Traum? Versuch das zu machen und dann könnte das auch klappen. Du musst keine Traumzeichen haben. Du brauchst einfach keine Traumzeichen, um klar zu träumen, sondern mach einfach die RCs gewissenhaft, mach sie mit der richtigen Überzeugung und dann sollte das auch einfach so klappen. Hast du schon mal im Klartraum versucht, deinen Puls zu fühlen? Die Frage hat auch schon ganz viele Likes, aber ich habe es noch nicht gemacht. Also das sind solche Dinge, da denkt man so gar nicht nach. Man fliegt eher, man macht irgendwelche coolen Sachen, aber den Puls fühlen habe ich noch nicht gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Also der das gefragt hat, hat das jemand von euch schon mal gemacht? Das wäre interessant. Schlägt das Herz schneller oder langsamer? Kann ja auch sein, weil die Zeit ja langsamer vergeht. Ich habe keine Ahnung. Also würde ich auf jeden Fall im nächsten Klartraum mal austesten. Einfach mal Finger, Puls fühlen. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Muss ich demnächst mal machen. Vielen Dank für die Anregung auf jeden Fall. Wie kann ich, wenn ich im Traum nicht realistische Phänomene sehe zum Beispiel, oder fühle, zum Beispiel konnte ich unter Wasser atmen, trotzdem einen Klartraum haben, denn bisher ist es immer nicht gelungen, einen Klartraum zu haben. Und es ist mir auch nicht eingefallen, ein RC oder Ähnliches zu machen, obwohl ich dieses ganze Phänomen durchlebt habe. Es ist manchmal so, dass man voll die abgedrehtesten Sachen träumt, zum Beispiel von einem Hochhaus springt und währenddessen einfach fliegt, dann kommt ein Flugzeug vorbei, schnappt einem auf, man sitzt plötzlich in dem Flugzeug drin und man macht keinen RC, weil man denkt in dem Moment, ja, ist logisch. Das kann manchmal passieren, passiert mir auch manchmal, aber ja, du musst dieses kritische Bewusstsein besser ausbauen. Das heißt, am Tag die Welt ein bisschen mehr zu hinterfragen. Einfach mal sich Zeitpunkte festzulegen, Punkt auf die Hand malen oder so, oder einfach einen Wecker stellen auf dem Handy und dieses generelle kritische Bewusstsein machen. Nicht auf irgendwelche unrealistischen Sachen in der Welt warten. Das kann lange dauern, bis da irgendwas passiert. Deswegen generelles und kritisches Bewusstsein aufbauen und dann sollte das auch funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du das schon machst, das ist immer die Frage. Ob du das jetzt erst 2 Wochen testest, dann ist es mit den RCs natürlich klar, das braucht erstmal seine Zeit, das braucht ein bisschen länger, dass die RCs sich in die Traumwelt auch und ins Unterbewusstsein sich einspeichern.
Das heißt, immer weiter üben und dann sollte das auch klappen. Jetzt kommt noch eine ganz lange Frage. Ich habe eine besondere und sehr dringende Frage. Ich gehe davon aus oder ich glaube, dass der Mensch in der Realität mehr machen kann, als wir uns vorstellen, vor allem mental. Der Mensch benutzt in der Realität nur eine Gehirnhälfte bewusst für logisches Denken und die andere für Übersinnliches. Wird nur im Unterbewusstsein eingesetzt. Ach, und die andere Hälfte für Übersinnliches wird nur im Unterbewusstsein eingesetzt. Das ist ein bisschen komplizierter, ist aber ungefähr so. Nun zu meiner Frage. Ist es möglich, sein Unterbewusstsein durch die Klartraumtechniken so zu trainieren, dass es möglich ist, das Unterbewusstsein wie das Bewusstsein zu benutzen? Ich glaube, dass Träume uns mehr sagen, als wir denken, und mithilfe von Träumen ist es mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich, dass wir unser Gehirn komplett nutzen können. Man könnte rein theoretisch seine übersinnliche Gehirnhälfte nutzen, um seine Lernfähigkeit und mentalen Kräfte zu stärken oder zu aktivieren. Man hätte zudem einen gezielten Eingriff in sein Gehirn und seinen Körper. Das klingt alles sehr zukunftsmäßig, aber das ist die Wahrheit. Wenn man gezielt in das Unterbewusstsein eingreifen kann, hat man die Kontrolle darüber und darüber hinaus. Auf diese Theorie bin ich mit ein paar Freunden von mir gekommen und in dem Zusammenhang mit Ereignissen aus der Vergangenheit klingt alles sehr logisch und vorstellbar. Bitte sag dazu was in deinem Video, wenn du eine Meinung oder die Idee dazu hast. Vielleicht hast du auch irgendwelche aus deiner Erfahrung oder irgendwas aus meiner Erfahrung, was mir und vielleicht auch den anderen helfen kann. Puh, ganz schön langer Text auf jeden Fall. Die zweite Gehirnhälfte, die nutzen wir ja wirklich nicht so häufig in der, des Tags über. Das ist ja eher das Unterbewusste. Aber da jetzt so was zu verändern, so, ich glaube nicht, dass man was verändern sollte daran. Das heißt, da haben wir noch nicht so weit geforscht, dass wir da sagen können, ja, man sollte jetzt darin rumspielen. Es ist ja so, man kann mit seinem Unterbewusstsein kommunizieren im Klartraum, das ist logisch. Also man kann sich selber herholen und dann im Spiegel mit sich selber reden und dann sich selber Fragen stellen. Das kann man machen, einfach nur um Informationen zu bekommen. Ich würde es jetzt aber nicht so machen, dass ich das ändere, dass ich mir selber im Spiegel sage, du änderst jetzt das und das. Vielleicht, wenn es positiv ist, wenn man sagt, man will mehr Sport treiben oder man will, keine Ahnung, mehr rausgehen, solche Sachen, das kann man dann gerne auch machen. Man kann sich ja selber pushen dann auch, indem man sich selber, seinem Unterbewusstsein das sagt. Aber jetzt generell zweite Gehirnhälfte, dann Lernfähigkeit steigern und alles, da ist noch zu undurchsichtig, da ist noch zu schwammig, würde ich sagen, um da jetzt genau was zu sozusagen, so, da genau was zuzusagen. Aber generell mit dem Unterbewusstsein kommunizieren, das geht natürlich. Man kann eigentlich mit sich selbst auch richtig gute Gespräche führen. Und da auch mit Probleme behandeln, geht auch alles. Aber jetzt die zweite Gehirnhälfte irgendwie in der Wachwelt zu aktivieren, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da müssen wir warten, was die Zukunft da bringt. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Ende. Also, ich mache jetzt seit einem Monat Klarträume und ich hatte schon 2 Stück. Es war super. Doch jetzt habe ich seit 2 Wochen keine mehr. Ist das normal? 2 Wochen ist eine verdammt kurze Zeit. Also, wenn nach zwei, ich habe immer wieder 3 Wochen lang gar keinen. Es ist so, es gibt Flauten, da gibt es wieder richtig Hochzeiten, wenn man ganz viele Klarträume hat, aber da gibt es auch wieder Tage oder Wochen, wo man dann ein bisschen was anderes Stress oder irgendwelche anderen Sachen im Kopf hat, wo es einfach nicht klappt, weil der Kopf natürlich frei sein muss. Und deswegen macht ihr nicht so viele Gedanken drüber, wenn es jetzt 2 Wochen nicht geklappt hat. Das kommt auf jeden Fall wieder. Einfach dranbleiben und üben, üben, üben. Dann sollte es auch wiederkommen. Aber du hast ja schon 2 Stück gehabt. Das ist Hammer, also das ist schon mal richtig gut. Es gibt auch Menschen, die brauchen ewig, um da irgendwie ranzukommen. Ja, das heißt einfach weitermachen. Einfach nicht sagen, oh, jetzt sind 2 Wochen nichts gewesen, sondern du sagst, okay, jetzt klappt es wieder, dann klappt das auch. Also man muss positive Gedanken haben. Wenn du dich aber zu fest darauf beschränkst, also wenn du sagst, jetzt muss unbedingt klappen. Du darfst nicht zu fest, aber auch nicht zu wenig darum kümmern. Ist schwer. Versuch das Mittelmaß zu finden und wenn es immer noch nicht klappt, wenn es nach einem Monat, 2 Monaten nicht klappt, dann mach mal eine Pause. Mach einfach mal gar nichts zu dem Thema. Nix. Das hat bei mir geklappt zum Beispiel. Nach 3 Wochen hatte ich gesagt, okay, jetzt hat es gar nicht geklappt. Irgendwie kümmere ich mich zu sehr drum beim Einschlafen und alles. Dann mache ich jetzt gar nichts mehr und dann nach einer Woche ging es dann auch wieder. Versuch es einfach mal ein bisschen Abstand davon zu kriegen, dann sollte es auch wieder klappen. Da gab es dann noch zwei, drei andere Fragen, die hatten das gleiche Thema, dass es nicht klappt. Seit 2 Monaten klappt es auch nicht. Dann mach mal erstmal eine Pause. Versuch einfach mal nicht so viel daran zu denken, einfach mal abzuschalten und dann sollte das vielleicht auch klappen, wenn du dann wieder nach einer Woche das wieder aufnimmst. Die letzte Frage für heute. Wenn ich morgens aufwache, erinnere ich mich immer an ein paar Träume, aber jedes Mal merke ich, wie krass trüb sie waren und wie unhinterfragt sie waren. Ich sie als solche hingenommen habe, ohne zu merken, dass es ein Traum ist. Klar helfen da Erzähls, aber die mache ich regelmäßig und auch richtig. Was kann ich also machen? Das ist genau die gleiche Frage wie vorher. Man träumt richtig viel unrealistisches Zeug, aber man weiß
man denkt einfach nicht dran, jetzt RCs zu machen. Das heißt, kritisches Bewusstsein aufbauen, auch an anderen Zeitpunkten und auch mal sich komplett andere Fragen zu stellen. Nicht jetzt, ist das ein Traum, einfach nur zu fragen und auf die Hand zu gucken oder einen anderen RC zu machen, sondern einfach mal, wie bin ich hierher gekommen? Solche Sachen. Oder sich die Welt genauer anzugucken, ist das jetzt überhaupt realistisch, was hier abgeht? Das jetzt zu machen. Das macht man zwar bei jedem anderen RC auch, aber generell das komplette christliche Bewusstsein aufbauen. Und das kann natürlich auch manchmal passieren, dass man einfach Träume hat, wo man denkt, ach du Scheiße, war das abgedreht, aber kein RC gemacht, Chance vertan, macht nichts, es geht auf jeden Fall weiter. Jo, das war's jetzt für diese Woche. Viele Facebook-Fragen. Wenn ihr Bock habt, mir auch Fragen zu stellen, schreibt's einfach auf Facebook, geht auf Facebook, Kylonas, sucht mich einfach, findet mich oder geht auf meinem Kanal, unten steht auch der Link zu meiner Facebook-Seite. Da könnt ihr mir sehr viel schreiben, es schreiben mir auch ganz viele Leute. Und schreibt mir eure Fragen einfach, dann nehme ich die demnächst wieder in die Q&As rein. Ich habe das jetzt spontan gestern einfach mal gemacht, das waren jetzt ganz viele Kommentare. Hätte nicht gedacht, dass das so viele sind, auf jeden Fall richtig cool. Bedanke ich mich nochmal an alle von euch, an alle, euch alle bedanke ich mich. Und ja, wir sehen uns am Freitag wieder, das heißt am Kylonas Wiki, morgen sogar. Da erzähle ich ein bisschen, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen Gebärdensprache gelernt. Da erzähle ich ein bisschen von. Und am Sonntag ist wieder Hangout, da freue ich mich auch drauf. Können wir wieder miteinander reden. Ich war ja leider nicht bei Christians dabei, weil ich ein bisschen erkältet war. Ganz leicht erkältet. Ja, auf jeden Fall, sehen wir uns dann da. Ich habe euch ganz doll lieb. Jo, das war's von mir. Bis dann.